Herzlich willkommen bei Meister Frickel on Tour heute mal. Wir fahren mit dem Bus und dem Wohnwagen das erste Mal übers Wochenende weg. Wir wollen den Wohnwagen so ein bisschen testen und uns auch selber so ein bisschen gucken, wie wir damit zurechtkommen. Der Wohnwagen ist halt ziemlich alt, hat Ewigkeiten gestanden. Und wir wollen natürlich testen, wie der Wohnwagen sich während der Fahrt schlägt. Ob irgendwelche Lager heiß werden, Reifen wegfliegen oder was anderes. Also Reifen hatte ich mal neu gekauft, die Lager habe ich mal nachgeguckt. Aber es kann natürlich immer mal was passieren. Und des Weiteren wollen wir einfach mal checken, ob wir damit klarkommen. Und darum geht es in diesem Video. Viel Spaß bei diesem Video. So, als allererst mein Setup. Ich habe hier mal noch ein paar Spiegel angebracht. Fand ich ganz passend. Extra für den T4, rechts, links, habe ich gebraucht gekauft bei eBay Kleinanzeigen. Da kosten die Dinger immer so zwischen, ja, ich sag mal, 55 und 70 Euro, irgendwie sowas. Also auf der anderen Seite auch. Der T4-Bus ist ja halt schon ziemlich breit, aber du kannst mit den Spiegeln halt, ja, nicht so ganz dran vorbeigucken. Deswegen habe ich mir auf jeden Fall die noch dran gehangen, ja, weil ich damit auf jeden Fall schön an dem Wohnwagen vorbeigucken kann. Sehr interessant auch für Überholmanöver und. Um zu gucken, dass auch alles hinter mir frei ist. So, da habe ich schon mal ein Stativ rangehangen für euch gleich. Dann habe ich jetzt gerade noch Gas dran, werde ich aber im späteren Zuge gleich abklemmen, abmachen und den Deckel drauf machen natürlich. Die ist natürlich auch gesichert. Hier ist alles neu. So. Aber jetzt gerade läuft nämlich der Kühlschrank noch über Gas. Deswegen habe ich den noch laufen. Die Teile hatte ich euch schon mal in einer meiner letzten Videos gezeigt. Die sind super. Ja, und wie gesagt, hier der Mülleimer. Dann habe ich hier für faule Leute, für Stützen hoch und runterfahren, mein D-Plus Schlagschrauber. Mega Teil. Kann ich nur empfehlen. Super günstig. Ja, hier ein bisschen Bettzeug, da schlafen wir jetzt noch nicht, weil hier noch nichts fertig ist. Des Weiteren habe ich jetzt hier die Gitter eingebracht, also hier diese Gitter, und habe da jetzt noch eine Pappe drunter gelegt, weil des Morgens wollen wir nicht so früh geweckt werden. Geschweige denn, der Osel, sobald er Licht sieht, will er aufstehen. Ja, und ansonsten hatte ich hier die Fenster alle mit Jalousien versehen, passt soweit. Kühlschrank ist voll, vor allem auch mit Bier, so muss das sein. Kaffee ist drin, Essen haben wir auch soweit. Die Klamotten habe ich alle drüben im Auto verfrachtet erstmal. Gewichtsmäßig dürfte das eigentlich noch passen, aber wir haben es trotzdem so getan. Des Weiteren habe ich jetzt hier noch für die Fahrt meine Box liegen für 220 Volt, damit der Kühlschrank, den ich auch auf 12 Volt laufen lassen könnte, hier aber so ein bisschen problematisch ist, weil es mit Überdrücklicht laufen würde und dadurch bedingt, wenn das Rücklicht natürlich davon Strom weggenommen wird, man hinten nicht mehr richtig das Rücklicht sehen kann oder es schwächer wird. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, hier diese Box reinzumachen. Wie ich diese jetzt angeschlossen habe, zeige ich euch nicht. Darüber gibt es auf jeden Fall noch mal ein gesondertes Video, wie man dann so eine Box anschließen kann, damit man mit dem Festanschluss nicht in Konflikt kommt. Sehr interessant finde ich. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Habe mir einen Schalter bestellt, einen Extraschalter für sowas. Und den werde ich später, schaffe ich es leider nicht mehr heute, noch einbauen und natürlich darüber noch ein extra Video machen. Weil ich es halt sehr interessant finde, vielleicht kann man mit so einem Wohnwagen dann auch mal ein paar Tage autark stehen. Also man hätte dann volle Pulle, 220 Volt. Könnte, wenn man wollte, sogar den Kühlschrank mit betreiben, würde ich es nicht machen. Also Gas ist immer die bessere Option, finde ich. Erstmal wird er dann noch kälter, dieser Kühlschrank halt. Des Weiteren hier für Licht und so, dann reicht hier so eine Powerbox natürlich schon was länger, ne? So, jetzt habe ich alles soweit gezeigt. Nochmal gucken, ob wir wirklich alles haben. Meine Frau kommt gleich von der Arbeit und dann geht es direkt los. Bis gleich. Thank you.
klar immer. Herrlich, ey. So, die ersten paar Meter ist gut, paar Kilometer haben wir schön auf der Autobahn abgerissen. Alles so, wie es sein soll. Ich habe sogar zwischenzeitlich mal angehalten, habe geguckt nach Reifen und nach den Temperaturen von der Bremsen auf jeden Fall oder Radlager, mal gefühlt, alles super safe. Ich hatte vorher mal eine Probefahrt gemacht, da war nicht so safe, da war ein bisschen wärmer. Aber jetzt hier auf der Autobahn immer schön geradeaus laufen lassen, mega, mega gut. Ja, Caravan läuft super, fängt nicht an zu schlingern oder sonst was, obwohl ich keine Schlingerkupplung habe. Läuft der super. Der hat ja auch eine 100 km/h Zulassung. Und ja, also 100 kannst du auf jeden Fall fahren. 110 geht auch noch. Ab 110 wird er dann aber irgendwann auch ein bisschen ungemütlich. Aber 100 reicht auch völlig. Interessant wird es auf jeden Fall gleich, wenn ich von der Autobahn runterkomme. Da kommen wahrscheinlich auch noch ein paar Serpentinen und Berge und runter und hoch. Da gucken wir mal, was dann los ist, wie sich das Gespann dabei schlägt. Und vor allem der Fahrer. Ja. Vielleicht hänge ich euch gleich noch mal raus. Ja, und dann gucken wir mal. So Leute, erste Nacht im Wohnwagen verbracht, ja, und direkt festgestellt, hier mit drei Leuten schlafen ist nicht so prickelnd, weil irgendwie kann sich nicht richtig bewegen, deswegen werde ich heute Nacht auf jeden Fall auf der anderen Seite schlafen. Frau, ein Kind schläft dann hier und dann passt das. Frühstücken mega, Heizung funktioniert mega. Hat am Morgen noch ein bisschen gemufft, weil ich es ein bisschen viel aufgedreht hatte, aber haben mittlerweile den Griff, was runtergedreht passt hat, muss ich ein bisschen einbrennen wahrscheinlich. Ja, aber ansonsten funktioniert eigentlich alles. Hier oben am Fenster sind wir hingegangen, haben nur eine Pappe runtergelegt, damit nicht zu viel Licht reinkommt. Hat auch gut funktioniert, muss man sagen. Ja, bis jetzt sind wir eigentlich soweit ganz zufrieden. Ja, die Nacht war ein bisschen unruhig, wie gesagt, schlafen war nicht so richtig, weil wir da noch ein bisschen, viel in einem Bett waren. Aber ja gut, dafür sind wir hier, um das zu checken. Ja, ansonsten, Frühstück haben wir auch schon, Tine Wittler war auch schon wieder hier. Kaffeemaschine an Bord, Kaffee steht da noch, Frau schminkt sich noch, ja, ein bisschen Musik im Ohr dabei, das ist unser Ausblick, schön auf die Wied, mega. So, zum Stellplatz, da gehe ich einmal auf die Brücke da oben und zeige euch das einmal von da oben. So, da unten steht das Auto. Jan ist auch schon da. Und machen wir einmal einen Rundflug hier. Da kann man auch stehen normalerweise, wenn Bulli-Treffen ist. Leider dieses Jahr wohl nicht. Hier ist ja normalerweise auch Bulli-Treffen überall. Und da, wo ich jetzt stehe, steht, glaube ich, nochmal das Zelt von dem Bulli-Treffen. Ja, wie gesagt, fällt dieses Jahr leider aus. So Leute, zweite Nacht in Folge. Wir haben ein bisschen das Setup geändert. Hier haben jetzt zwei Personen geschlafen. Mein Sohn und meine Frau. Und ich habe hier in dem Chaos geschlafen. Wollte ich eigentlich erst nicht, weil da ja noch nichts renoviert war. Aber, da wir die erste Nacht sehr, sehr schlecht geschlafen haben, haben wir gesagt, wir machen das so, hier schlafen zwei, da schläft erstmal einer, später natürlich zwei, dann passt das auch immer noch. Ja, und was soll man sagen, also ich habe echt geschlafen, mega. Meine Frau hat auch super geschlafen, der Ursel auch. Das heißt, die Rückreise wird dann auch sehr entspannt. Wenn alle ausgeschlafen sind, dann passt das. Ich habe jetzt schon mal alles wieder eingepackt soweit. Ich denke mal, das reicht auch erstmal. Hier ist alles leer. Die Tischdecke wird wahrscheinlich während der Fahrt runterfliegen. Räume ich gleich am besten nochmal weg. Und ansonsten alles verstaut. Jetzt gehe ich nochmal alle Schränke ab, weil die sind nämlich alle noch offen. Einmal schön
alles wieder zumachen. Das mache ich jetzt noch einmal. Ja, angehangen habe ich auch schon. Alle Stützen wieder hoch. Gas ist abgedreht. Flasche ist abgedreht. Habe ich noch was vergessen? Strom habe ich noch dran. Warum? Der Kühlschrank, der muss da durchlaufen. Und später da mit der Box immer noch auf der Fahrt nach Hause werde ich die wieder aktivieren. Wie gesagt, da kommt noch ein Video. Geschweige denn, da kommt auf jeden Fall noch eine Schaltautomatik, damit man das umschalten kann, ohne jetzt irgendwie mit Stecker zu arbeiten. Ja, und ansonsten war das echt wunderschön hier. Das ist immer noch unser Ausblick. Direkt aus der Tür raus. Auf die Brücke. Mega. Kann man nicht anders sagen. Eins, was mir noch aufgefallen ist, dass diese Bremse da unten jetzt immer noch riecht. Wir sind halt das letzte Stück sehr viel Serpentin gefahren und richtig steil abwärts. Der Wohnwagen hat quasi andauernd gebremst. Und das riecht man jetzt immer noch. Naja, muss ich nochmal beobachten. Jetzt auf der Rückfahrt werde ich nochmal fahren, dann nochmal anhalten, fühlen, gucken, was los ist. Aber ich muss dazu sagen, war auch echt eine Extremstrecke. Also immer nur bergab, bergab, bergab. Und der war immer nur am Bremsen, du hast ja noch richtig gehört. Und deswegen bin ich gleich mal gespannt, weil wir müssen nämlich gleich die Strecke wieder komplett bergauf. Wir fahren eine andere Strecke. Die Bergabstrecke war also wirklich extrem. Wir sind nämlich einmal falsch abgebogen. Und deswegen haben wir die schlimmste Strecke genommen, die es überhaupt gibt. Mein Vater, der hier auf dem Campingplatz ansässig ist, der sagte, die Strecke bist du gefahren, da fährt noch mal kein LKW durch. Naja. So Leute, jetzt sind wir wieder zurück nach 346 Kilometer. Und ein kleines Problem habe ich doch festgestellt. Ja, kleines, großes, ich weiß es nicht. Auf der Hinfahrt ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen, dass die Bremse auf der Beifahrerseite sehr, sehr riecht. Bei der ersten Kontrolle auf dem Hinweg waren beide Felgen kalt. Das war eigentlich schon super, aber sind wir auch eine schöne Strecke gefahren, geradeaus. Aber nachdem wir da diese starken Serpentinen mit sehr starken Gefälle runtergefahren sind und wir auf dem Campingplatz angekommen sind, ist mir dann aufgefallen, dass auf der Beifahrerseite die Bremse doch arg stark riecht. Na gut. War es okay, wir waren ja da, ist ja nichts passiert. Auf dem Rückweg habe ich natürlich verstärkt darauf geachtet. Wir sind zurückgefahren, dann sind wir da auch wieder Serpentin hoch, Serpentin runter. Dann habe ich mal gefühlt, irgendwann auf der Autobahn, und mir ist dann aufgefallen, dass die Beifahrerseite extrem warm war und die Fahrerseite aber kalt vom Anhänger. Okay. Das heißt für mich, die Bremse ist falsch eingestellt. Da habe ich wohl ein bisschen verkackt, muss man ehrlich sagen. Mein Fehler, ich habe für den TÜV damals was nachgestellt, weil er ein bisschen unzufrieden war, er es dann hinterher doch nicht kontrolliert hat. Und ja, ich das auch wieder vergessen habe, muss ich echt zugeben. Das heißt, ich muss jetzt einmal hochbocken den Karren, dann die Bremsen gleichmäßig einstellen, damit die gleichmäßig bremsen. Und dann müsste ich den Fehler eigentlich ausgemerzt haben. Wir fahren in 2 Wochen nochmal runter für eine Nacht, Tochter abholen und dann testen wir direkt, ob es gut war oder nicht. So, an der Felge seht ihr nichts, ist alles super mega gut, kann man nichts sagen, so wie es sein soll. Aber an der Felge wird euch auffallen, das ist kein Vogelschiss, sondern das ist Fett, ausgetretenes Fett. Weil die Kiste so heiß geworden ist, dass hier vorne Fett ausgetreten ist, das dann runtergegangen ist, und naja, das soll so auf jeden Fall nicht sein. Das stellen wir jetzt von hinten nach, bock das Ding einmal hoch, am besten sogar so hoch, dass ich beide Seiten gleichzeitig bearbeiten kann, dass ich so ein bisschen Gefühl dafür kriege mit der Einstellerei. Das heißt, ich bock den jetzt hoch, dann hast du von hinten an der Bremse, hast du ein Loch, da kannst du mit dem Schraubenzieher reingehen und kannst so eine, wie so ein Zahnrad bewegen. Und damit kannst du den Versteller raus und rein drehen. Und die muss ich jetzt beide miteinander angleichen, dass beide Versteller gleich sind. So, das machen wir mal.
So Leute, ich hoffe, ihr seht was. Ich habe hier so einen Pinöppel rausgemacht, so einen weißen, der war hier unten drin. Liegt da? Da ist er. Das ist dieser hier, der war hier unten drin. Dann ist hier dieses, ja, sieht aus wie ein Zahnrad drin. Und auf dieser Seite muss ich dieses Zahnrad quasi so rumbewegen, also immer von unten nach oben hebeln. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Und jetzt ist mittlerweile schon ja, die Bremse aktiv. Ne? Natürlich viel zu viel. Das wollen wir so nicht. Jetzt muss ich die wieder zurückstellen, damit der Reifen oder das Rad frei läuft. Schon besser. Noch ein bisschen. So, Rad ist frei jetzt. Bisschen Einstellungssache, bisschen nach Gefühl. Das ist gut für mich. So, stecken wir den Pinöppel wieder rein, wenn wir finden. Und dasselbe gehe ich trotzdem noch mal auf der anderen Seite machen, damit ich vom Gefühl her denselben Freilauf habe. So, die andere Seite machen wir jetzt auch, weil wie gesagt, hier ist ja zeig mal hier unten drauf. Hier ist ja Fett ausgetreten. Das ist ziemlich eklig. Und das stelle ich jetzt auch mal einmal fest und wieder lose, damit ich auf jeden Fall beidseitig das gleiche Maß habe. Und hier ist das jetzt genau andersrum. Wie auf der anderen Seite. Also ich muss die Schraube quasi andersrum drehen, damit es frei läuft oder wieder fester wird. So, hier läuft schon frei. Das heißt, die sind beide ungefähr gleich eingestellt. Ich hoffe, dass ich bei der nächsten Fahrt nicht mehr das Problem habe, dass hier das Rad zu heiß wird. Aber das, wie gesagt, testen wir dann mal in 2 Wochen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Für dieses Video, für einen Daumen hoch, würde ich mich mega freuen. Abonnieren dürft ihr meinen Kanal natürlich auch. Abonnieren ist kostenlos. Vergesst bitte nicht, die Glocke zu aktivieren. Und ansonsten bis nächste Woche Sonntag. Euer Meister Frickel. Haut rein!